Hallo meine Freunde, heute geht's, wie unschwer zu erkennen, um Skeletor. Es geht um die 2000X-Version, die mir persönlich sehr gut gefällt. Ich kann sie euch ja mal von nah zeigen. Die ist wirklich toll gelungen. Hier, die Zähne, mega cool. Und diese Mütze, wo sich alle beschweren, finde ich auch geil. Ich muss wirklich sagen, dieser Skeletor ist voll gelungen. Der rote Stein auf seiner Brust und diese lange Lendenschurz, mega cool, wie sie das gemacht haben. Einfach cool. Die roten Augen gefallen mir sehr gut. Auch dass das oben ein bisschen grün wird, kann man jetzt nicht so erkennen, aber es wird grün. Das sind ja Anleihen an den alten Skeletor, den Ur-Skeletor, wenn man will. Armbänder, richtig cool. Ist halt ein normaler Körper mit neuen Features. Hier das 40-Jahre-Logo. Skeletor. Hätten sie vielleicht noch einen Untertitel hinmachen können bei den Deutschen. Ich finde das immer schade. Hätten sie wenigstens 2000X hinschreiben können. In Amerika ist das ja anders. Da werden Untertitel gemacht. Wie sollen die Kinder wissen, was der für eine Macht hat, wer der ist, was für eine Position der hat, was das generell ist? Hier ist das super coole Artwork. Ich habe die mal hier aneinander gestellt. Ich denke mal, hier greift da den Vulkan an und dann stürzt er ab. Sieht so aus wie die Vulkanebene, gell? Ich kann euch auch mal den Unterschied zeigen zwischen dem alten und dem neuen Skeletor. Das ist schon der Vintage angelehnte Skeletor. Man sieht eindeutig viele Unterschiede. Die Rüstung ist dunkel, hier ist sie hell. Dann hat er hier den Stein auf der Brust. Der ist zwar hier auch, aber nicht bemalt. Der Lendenschurz ist viel, viel länger als hier. Und er hat noch diese Seitenlaschen. Wahrscheinlich ist das auch zum Schutz für einen Kampf. Eindeutig mega cool. Ja, dann ist der Kopf komplett ein anderer, gell? Das weiß man ja. Leider ist mein Aufkleber hier ein bisschen schief, aber ich habe ja noch einen und der ist auch schief. Also mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie der 2000X He-Man wird. Ich habe ihn ja in dem Vierer-Paket schon, aber ich will ihn auch auf Einzelkarte haben, dass ich ihn auspacken kann. Das ist mir hier, dieses Viererpack, das ist mir ein bisschen zu teuer gewesen, dass ich die Figuren auspacke und dass da vielleicht ein Kratzer dran kommt oder ja, irgendwas kaputt geht. Ist eigentlich schade, ist ja Spielzeug, gell? Aber heutzutage ist ja alles sauteuer geworden und naja, politisch will man gar nicht werden. Obwohl ich diese Hilfspakete sehr gut finde. Aber mehr sage ich nicht. Ja, sind die alten Figuren. Da ist der He-Man, Faker, Skeletor, Lord of Power Merman, 2000X Evil-Lyn und Fisto. Also das war wirklich eine tolle Wave. Vor allen Dingen auf Faker habe ich mich unheimlich gefreut. Eigentlich habe ich mich auf alle gefreut. Ich finde sie alle sehr, sehr cool. Ja, dass sie das Artwork weitergeführt haben, finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Erst schießt er hier. So. Macht irgendeine Höhle frei oder ich weiß es nicht. Und dann geht er durch und stürzt in den Vulkan. In
In Hörspielen stürzt das Skeletor ja auch in Vulkan rein und ich weiß nicht, ob das hier eine Anleihe an das Hörspiel sein soll. Da ist er ja nur gerettet worden, weil der Hordak ihn im Fall aufgefangen hat und der Skeletor war total verdutzt, dass er auf einmal nicht tot ist oder nicht im Vulkan verbrennt, sondern auf einmal in einem Raum steht oder auf jeden Fall gerettet von Hordak. So, dann haben wir hier die Wave von heute, den 2000X He-Man. Den habe ich ja, wie gesagt, in dem Vierer-Paket. Mantenna, super coole Figur, habe ich auch. 2000X He-Man, jetzt fehlt mir nur noch der Saukopf, der Pickhead. Ja, und natürlich der He-Man, aber Saukopf finde ich mega cool. Vor allen Dingen in dem Dreier-Paket ist er ja... Die Rüstung glänzend, das alles ist glänzend, finde ich super toll. Und der Sunman-Kopf gefällt mir auch richtig, richtig gut in dem Dreierpaket. Leider kommt es ja nicht nach Europa, wir müssen es dann irgendwo anders bestellen. Ja, hier sind noch seine Action-Features, wie Skeletor da steht mit seinem Stab und dem Schwert, 2000X-Schwert, super tolles Schwert. Hier sieht man es ja besser, ganz cooles Schwert. Oh, und hier reckt er den Stab in die Luft. Ja, was sagt ihr dazu? Gefällt euch der Vintage am besten oder der Schreihals-Skeletor mit dem offenen Mund? Ich sage immer Schreihals-Skeletor. Oder der 2000X-Skeletor? Das müsst ihr entscheiden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alles Gute und bleibt gesund, meine Freunde. Ciao.